was war für dich dann der entscheidende Punkt zu sagen, so, und jetzt gehe ich zum Krimi und was hat dich dazu motiviert, dann faktisch vom Journalisten zum Krimi-Autor Ich zu weiß gehen? nicht, ob mir das Journalistsein geholfen hat, weil ich denke mal, man muss nicht Journalist sein im ersten Beruf, um im zweiten dann ein Krimi-Autor zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man zum Kriminalschriftsteller werden kann. Aber vielleicht hat mir doch der Journalismus geholfen, gerade durch die Konzentration, sich zu zwingen oder gezwungen zu sein, in kurzer Zeit möglichst viel an Informationen auszudrücken. So habe ich mich dann auch bei meinen dickeren Romanen, die ja zum Teil über 400 Seiten haben, bemühe ich mich trotzdem mit möglichst wenig Worten einen möglichst starken sinnlichen Eindruck zu schaffen. Eigentlich war das eine ganz spontane Entscheidung. Also ich bin keiner, der schon in seiner Kindheit oder Jugend wusste, ich werde Schriftsteller oder ich muss schreiben, weil sonst drehe ich durch, da muss was raus. Sondern ich war einfach immer nur Krimi-Fan, habe viele Krimis gelesen und irgendwann habe ich mal gedacht, jetzt probierst du es selbst. Als ich auf ein paar Krimis stieß, das war Weihnachten 93, wo ich drei Romane, die aus dem Amerikanischen übersetzt waren, gelesen habe und mir dachte, ja, die Handlung ist interessant, die Figuren sind originell, aber die Sprache ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Und dann habe ich es einfach, vielleicht hatten sich ein paar Ideen unbewusst angestaut, jedenfalls habe ich es dann einfach mal probiert. Und dabei habe ich, wenn man in der Krimisprache bleiben will, Blut geleckt. Ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und dann bin ich dabei Was geblieben. mich fasziniert, ist, du hast einen sehr pragmatischen Erzählstil. Das heißt, auch im Erzählstil selber lässt du übertriebene Aphorismen raus. Also man hat immer so den Eindruck, man kann dir auch straight vom Erzählstil folgen. War das immer für dich sehr wichtig, diesen straighten Erzählstil zu Ja, haben? meine Philosophie ist, wenn ein Stil auffällt, ist es kein sehr guter Stil. Das ist jetzt meine persönliche Philosophie, weil ich kann ja nur so schreiben, ich kann ja nur das schreiben, was ich auch gerne lesen würde. Ja? Ich kann nicht mich in irgendeinen fiktiven Leser hineinversetzen und zu versuchen zu erraten, was der gerne lesen würde. Ich kann nur nach meinem Geschmack gehen und dann natürlich hoffen, dass möglichst viele Leute das gut finden, was dann entsteht, daraus entsteht. Aber ich mag es nun mal nicht, wenn jemand in einem Kriminalroman versucht, besonders blumig sich auszudrücken oder manieriert schreibt, ständig den gleichen Satzbau zu wiederholen, um einzuhämmern, das wird mir dann zu viel beim Lesen. Oder Also du scheinst auch genau zu wissen, wie die Polizei vorgeht mit Telefonlisten, Abfragen und ja, mit Fingerabdruckabgleich, diese ganzen Sachen so sorgfältig hintereinander. Hast du dich da auch informiert, direkt bei der Polizei? ja, das macht ja den Reiz aus, dass ein Kriminalroman ja ein Stück gesellschaftliche Wirklichkeit wiedergibt. Und sind zwar alles erfundene Geschichten, aber es könnte sich ja so abspielen. Und damit das mit der Authentizität auch glaubhaft rüberkommt, muss man natürlich recherchieren. Da habe ich dann jemanden kennengelernt, der ist selbst Diplom-Chemiker und arbeitet für die Polizei als Brandursachenermittler und der konnte mir dann haarklein auch diese ersten Schritte, wenn so ein Tatort da ist und erstmal die Trümmer abgetragen werden müssen, um nicht nur um zu untersuchen, wie kam es dazu, sondern auch, sind da vielleicht noch Leichen oder sind da vielleicht Überlebende in den Trümmern. Das ist dann eine sehr, ja, in sich schon mal spannende Geschichte und das ist dann auch reizvoll, sowas im Detail zu beschreiben, weil oft steckt ja der Teufel im Detail und wenn man das weiß, dann kann man es auch entsprechend spannend beschreiben. Schafft man das, dieses Gleichgewicht zwischen Plot und Person hinzubekommen? Ich entwickle immer beides parallel. Also das heißt, ich konstruiere einen Plot, einen Kriminalfall, der mit meiner Hauptfigur zusammenhängt, wo im Lauf der Ermittlungen meine Hauptfigur dann merkt, hoppla, das hat mit mir, mit meiner Vergangenheit, meiner Familie, meinen Freunden oder mit meinem beruflichen Umfeld zu tun, der Fall. Und so ist beides dann gleich wichtig. Die Figur muss natürlich eine sein, die mehr ist als ein bloßer Handlungsträger. Das muss schon ein runder Mensch sein, mit dem man mitfühlen kann, den man versteht, dem man am liebsten zuruft, geh jetzt nicht da
durch diese Tür oder was auch immer. Also das ist sehr wichtig. Wenn aber dann der Plot zu einfach wird, dann ist es für mich nicht so reizvoll als Leser. Es muss beides stimmen.